So, liebe Frauen, willkommen. Es ist Donnerstag und willkommen auf dem Frauenkanal. Ihr seht, wir haben immer noch keinen tollen Anfang, aber heute kommt ein unglaublich stark nachgefragtes Video. Und zwar haben wir die Mara heute hier. Hallo Mara. Hi. Und wir haben tatsächlich, es wird total chaotisch wahrscheinlich. Ich habe mir gerade noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir die Mara fragen wollen zusammen. Warum Mara auf dem Kanal so lange weg war und so weiter. All das, was ihr so wissen wolltet, wir haben Mara tatsächlich gerade. Mara kommt gerade von der Arbeit, richtig? Richtig. Und holt gleich die Kleine ab und wir haben sie wirklich zwischendurch. Ich habe gesagt, komm jetzt vorbei und jetzt machen wir das Video. Und da kannst du uns einfach mal ein paar Fragen beantworten. Es ist wirklich völlig spontan. Es wird ein bisschen chaotisch wahrscheinlich, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr lustig und sehr authentisch. Und so, erste Frage. Wie geht es dir und was passiert gerade so bei dir? Ich weiß es ja, aber erzähl mal den Zuschauern, was gerade bei dir so los ist. Ich glaube, viele wollen das tatsächlich wissen. Ja, ich übernehme das mal. Mhm. Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Aber es ist einfach sau, sau viel los. Deswegen habt ihr so wenig von mir gehört. Ja, ich arbeite voll. Dann sind wir gerade aus unserem Häuschen bei Düsseldorf komplett rein in die City gezogen. In eine eigentlich neue Wohnung, die aber noch nicht fertig ist. Deswegen mussten wir nochmal zwischenziehen. Da ist gerade ein bisschen viel Trouble, alles zu organisieren. Das mit der Kleinen neben dem Job und so weiter. Da bleibt einfach nicht so viel Zeit für YouTube, Instagram und ja, Co. Kommt gleich noch die zweite Frage. Guck, genau. Ich nehme schon wieder alles vorne weg. Aber es ist viel los gerade. Genau, es ist viel gerade los. Aber ist alles positiv? Ja, auf jeden Fall. Es ist alles prima und mir geht's super, der Kleinen geht's super, die entwickelt sich toll. Und ich glaubst du in deiner Beziehung? Ja, so lala, ne? Könnte eben besser sein. Könnte immer besser sein, ja. Nein, es ist alles prima. Um den muss ich mich ja auch noch kümmern. Aber ich glaube, jetzt nehme ich auch schon wieder alles vorne weg. Schau nicht ich übergib rein. Mal genau. Wieder für die nächste Frage. Die zweite Frage. Warum ist denn so lange nichts auf YouTube, auf Instagram und von dir? Warum hat man jetzt so lange nichts gesehen? Was ist der Grund für die Pause? Der Grund ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, einfach, dass sehr, sehr viel los ist und die Prioritäten da einfach anders lagen. Also es hat ja nicht die oberste Priorität gehabt, mich vor der Kamera zu präsentieren, sondern ja, das alles im Leben und im Alltag gewuppt zu kriegen, dass das alles super läuft und um ihn muss ich mich kümmern. Das ist ja mein zweites Baby und ja, jetzt sind wir aber in Düsseldorf, haben viel mehr Zeit, die Fahrerei bleibt uns erspart und damit ist dann auch wieder mehr Zeit, die Kamera mitzunehmen zum Sport, weil der Sport dann vielleicht auch etwas ausgiebiger ich dich, wieder. Ich gleich auch nochmal fragen, ob dann jetzt mehr kommt. Ja, guck. Genau. genau, also das ist gerade so los. Genau, ich glaube, ich würde da nochmal ergänzen dazu. Nein, es war ja nie Maras Job. Das war ja wirklich genau so. Also Mara hat ja immer nebenbei einen Job, wollte das nie beruflich machen. Mhm. Ich glaube, das war auch immer eher Hobby von dir. Definitiv. Und deswegen. Ja, aber wie gesagt, gleich kommt noch eine Frage, weil ich glaube, es wird euch alle freuen, dass wir tatsächlich jetzt, wir sind ja umgezogen, wir haben uns ja Zeit genommen, viele verstehen nicht, dass man irgendwie so ein tolles Haus und so verkauft und dann die Stadt mitten rein, aber wir haben jetzt Gym fußläufig, wir haben uns wirklich Zeit besorgt, mehr Zeit und es ist einfach das Wichtigste überhaupt und deswegen sind wir jetzt mittendrin und bald dann auch in der richtigen Wohnung und ja, wie gesagt, werde ich euch vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen. Eine der wichtigsten Fragen und ich glaube, das werden sich sehr, sehr, sehr viele fragen. Wir zeigen einfach mal kurz, zeig mal deinen Bauch ganz kurz, weil das will ich einfach mal sein, weil viele fragen, trainierst du noch oder machst du noch? Ich will einfach nur ganz, ganz kurz zeigen, weil das ist nicht um, zeig mal ganz kurz deinen Bauch. Ich wollte nur mal zeigen, dass, schaut euch das an, nach einem Baby mit voller Arbeit und ich meine das jetzt wirklich ernst. Komplett Arbeit, Fulltime-Job, um mich kümmern, Haushalt, ein Kind, was wirklich unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommt von uns und das auch absolut zu Recht. Wie schaffst du das, dich so fit zu halten? Ich weiß es nämlich ungefähr und deswegen habe ich quatsche ein bisschen. Ich glaube, Mara ist so wichtig für diesen Kanal, weil ich einfach euch Frauen zeigen möchte, dass es kein Widerspruch ist, gut zu leben, zu arbeiten, Kinder zu haben und trotzdem irgendwie in Form bleiben kann. Und wie bleibst du so gut in Form? Relativ einfach eigentlich zu beantworten, weil ich es einfach komplett in mein Leben integriert habe. Ich lebe das komplett, diesen Fitness-Lifestyle. Nein, also ich habe einfach das komplett umgesetzt. Die gesunde Ernährung ist normaler Bestandteil, der Sport ist normaler Bestandteil. Ich liebe es einfach, mich gesund zu ernähren, zum Sport zu gehen und deswegen ist das für mich völlig normal. Würdest du sagen, dass du dich an den Sport angepasst hast oder dass der Sport und die Ernährung sich an dein Leben angepasst haben? Weil das versuche ich immer den Leuten zu sagen.
ist? Es hat sich auf jeden Fall komplett in mein Leben integriert. Genau. Und ist zu einer ganz normalen Routine geworden, wie ich meine Zähne auch putze. Also es genau. Ist, zählst du deine Kalorien? Nein. Achtest du auf irgendwelche Ultra-Diäten oder irgendwas anderes? Nein. Gehst du zwanghaft zum Sport, dann und dann und dann und dann? Also ich weiß die Antworten. Gehst du? Nein. Genau. Machst du den Sport, weil du musst oder weil er dir Spaß macht? Weil er mir Spaß macht. Genau. Definitiv. Und stresst du dich irgendwie so einen Körper zu halten? Nein, überhaupt nicht. Und würdest du sagen, dass es früher, und ich weiß nämlich die Antwort, ich möchte das wirklich immer sagen, als du dich viel mehr gestresst hast und so weiter, ich glaube nämlich, dass du jetzt besser in Form bist, als damals, wo du viel mehr aufgepasst hast und wo du dich gestresst hast. Ja, also Stress ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor und ist gar nicht mehr vorhanden, was das angeht. Also wenn ich wirklich auch zurückdenke, als ich die Wettkämpfe gemacht habe, als ich ja einfach genau darauf geachtet habe, was ich esse und wie oft ich zum Sport gehe etc., war ich deutlich gestresster und auch mit dem ganzen Tracken. Also da bin ich super, super froh, dass ich das nicht mehr habe. Ja, und einfach essen kann und weiß, was ich essen kann, worauf ich Lust habe. Und du isst auch mal ein Eis, ja. Genau. Und wir gehen auch mal essen. Genau. Genau, und das ist wirklich, ihr könnt das alle absolut machen. Und es ist wirklich, man muss halt an anderen Enden dann irgendwo ein bisschen sparen, aber das hat man einfach, oder ich habe es mittlerweile jetzt nach den ganzen Jahren auch raus und weiß, wo ich dann wie einspare oder einfach mal morgens das Frühstück weglasse und erst Mittag anfange zu essen. Also ja, sehr flexibel bin ich da mit der Ernährung. Viel Ballaststoff und so weiter, dass ihr einfach automatisch weniger esst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele, die den Kanal schon länger besuchen, wissen ja, dass Mara auch eine Wettkampfphase hinter sich hatte und so weiter. Schaut bitte unbedingt die Videos auch warum und so. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Würdest du nochmal einen Wettkampf machen oder strebst du noch einen Wettkampf an? Definitiv nein. Warum? weil ich einfach nach den Wettkämpfen tatsächlich in eine kleine Essstörung gefallen bin. Da hatten wir ja auch mal ein bisschen drüber berichtet, dass es einfach mich voll weggehauen hat. Ich habe Binge-Eating danach echt gehabt und schlagartig enorm viel zugenommen und die Relation einfach verloren und dann auch ganz viel oder Probleme einfach gehabt, wieder in ein routiniertes, normales Essen zu kommen. Hungersättigungsgefühl war im Grunde verloren und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das jetzt komplett alles wieder zurückgewonnen habe und nichts mehr mit Tracken, also diesen Stress einfach auch nicht mehr habe und ja, wirklich normal wieder essen kann. Und deswegen würde ich auf jeden Fall nicht nochmal auf die Bühne gehen. Ich habe größten Respekt vor den Ladies, die das machen und ich möchte die Erfahrung auch nicht missen, die ich damit gemacht habe. Klar, manchmal frage ich mich, warum habe ich es überhaupt gemacht? Jetzt habe ich da diese Pokale, die einstauben. Aber die Erfahrung ist auf jeden Fall Gold wert und war eine klasse Zeit, aber nochmal nein. Ich glaube, ganz, ganz viele, bitte, 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 bitte schreibt drunter auch wirklich Fragen, die da entstehen. Ich glaube, ganz viele Frauen würden mich interessieren, wie du aus diesem Binge-Eating rausgekommen bist. Das merke ich immer, dass ganz, ganz viele Frauen schreiben, die nicht nur Wettkampf, die das nicht nur durch einen Wettkampf haben, sondern eben durch diese ganzen scheiß Diäten, wo man dann wirklich nur noch 500, 600 Kalorien isst. Ist ja sehr, sehr vergleichbar und viele kommen da eben nicht raus und du hast ja an dir selbst praktisch gezeigt oder dir auch gezeigt, dass man da wieder ein ganz normales Leben ohne Tracken und so weiter führen kann. Ich glaube, selbst mich würde das interessieren, weil ich verfall eher noch in Binges als Mara. Ich glaube, das würde viele interessieren. Bitte unbedingt runterschreiben. Und jetzt so die letzte Frage. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, welchen hauptsächlichen Tipp würdest du den Mädels da draußen geben, die in Form kommen? Das haben wir aber jetzt so grob beantwortet, glaube ich. Sich wirklich nicht zu stressen. Ja. Also das einfach in seinen Lebensstil zu integrieren, die Leidenschaft daran zu haben und es nicht als Zwang zu sehen, also sich da nicht wirklich zu stressen und es gerne zu machen, es wirklich zu lieben. Ne, denk dran, deswegen sage ich auch mal, viele Frauen fragen, wie soll ich trainieren, welcher Trainingssplit, welche Ernährungsform, die am besten zu eurem Leben passt und nicht andersrum. Versucht bitte nicht irgendwas zu finden, wo ihr euch reinzwingt, sondern genau andersrum und dann habt ihr auch wesentlich bessere Ergebnisse. Und jetzt vielleicht nochmal so abschließend die letzte wichtige Frage eben, wird jetzt mehr Content kommen? Was wird für Content kommen? Bist du jetzt so wie die anderen Instagrammerinnen irgendwelche Detox-Tees in die Kamera halten oder kommt überhaupt was von dir und wenn ja, was, wo, wann und wie und warum?
Genau, also ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt demnächst wieder öfter vor der Kamera zu sein. Werde nicht irgendwelche Detox-Teas oder sonst irgendwas verkaufen, um Gottes Willen. Also das war tatsächlich so ein Mitgrund auch, warum ich es einfach ein bisschen habe sacken lassen, bei Instagram vor allem. Da kamen sehr, sehr viele Anfragen diesbezüglich, also jetzt nicht nur für Detox-Teas, aber komische Sachen. Und es war mir einfach auch alles zu oberflächlich und deswegen Step by Step mache ich mal ein paar Postings, wenn ich da Lust zu habe und Zeit finde. Und das wird auch demnächst dann öfter sein, weil ja einfach jetzt mehr Zeit da ist. Und ich werde auf jeden Fall mir auch die Zeit nehmen für Videodrehs. Und dadurch, dass das Gym fußläufig ist von uns, können wir das auch super integrieren. Genau, wir können einfach mal die Kamera mitnehmen, genau. Einfach mal ein paar Workouts oder irgendwas abdrehen, was euch interessiert. Wir können zu Hause einfach mal ein bisschen was filmen, wenn euch Fragen brennt, interessieren. Wie gesagt, der Kanal ist jetzt regelmäßig und wie gesagt, wir ergänzen uns ein bisschen, auch die Mädels, die geschrieben haben. Also ich will das jetzt nicht mehr bei Mara oder bei Simon, sondern wirklich insgesamt einfach Frauen, die tollen Content rüberbringen können an die Frauen, will ich mit reinnehmen. Und bitte, bitte, bitte schreibt drunter. Dieses Video ist hauptsächlich dafür da, dass ihr Fragen stellt, besonders an Mara, Fragen stellt, Videothemen, die ihr sehen wollt, insgesamt Fragen habt. Ich glaube, dieses Binge-Thema ist ganz wichtig, dieses Thema, wie vereint man Alltag und Sport und so weiter. Aber glaubt mir, ich weiß, wie, also alle Frauen, die mir sagen, oh, aber ich arbeite und kann nicht zum Sport, ich weiß hier, das ist absolut mit Arbeit und Kind und Mann und Sport auch absolut gut funktioniert und Umzug funktioniert. Deswegen, wie gesagt, das ist eine Art der Struktur, der Priorisierung und frag bitte unter diesem Video. Ansonsten freue ich mich sehr, dass du da warst. Wie gesagt, abonniert den Kanal, gebt den ganzen Daumen nach oben, teilt das Ganze. Ich sehe das alles, wenn ihr bei Instagram und so weiter den Kanal weiterempfehlt. Wir wachsen gigantisch für so einen neu gestarteten Kanal. Freut mich riesig. Und jetzt hast du nochmal das letzte Wort von mir. Tschüss. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt zukünftig wieder mehr dabei zu sein und freue mich auf eure Fragen und werde das in zukünftigen Videos gerne beantworten und euch auch wieder mit in mein Training nehmen. Und ja, freue mich wieder dabei zu sein. Bis dahin.